Also, jetzt gehen wir zu dieser, ja, zu dieser Quest und machen dort Gott spielen. Also ich muss sagen, es funktioniert einwandfrei. Ich habe aber hier gerade was unten gesehen, und zwar ist eine Item, also eine Dingens weg. War das die, wo ich hatte? Wenn ich mal sterbe? Ich war doch nicht gestorben, oder? Blöde Töne, weg da! Oh, bitte keine Nacht. Oh nein. Ah ja, der Tempel einer Religion, die ich zerstört habe. Das wird ein Spaß. Papa, bist du das? Hilf mir, bitte! Lakshmana, was ist los? Wo bist du? Die nennen mich Tarun Matara. Die sagen, ich darf hier nicht weg. Ich hab Angst. Das werde ich verhindern. Ich komme dich holen, ja? Ich werde dich retten, mein Schatz. Versprochen. Was macht das Ding? Oh, es baut den Turm wieder auf. Einen Schritt näher an Lakshmana. Mama, warum muss ich ihren Platz einnehmen?
die andere. Wo ist die letzte? Alles wird gut, Lakshmana. Tief durchatmen. Alles. Hä, wo ist die letzte? Hier war eine, da war eine. Da drüben. Du hast versprochen, mich zu retten. Tue ich ja. What? Ich komme jetzt drauf zu dir. Das ist wie im Märchen. Ich bin die Prinzessin im Turm, oder? Ja, so kann man sagen. Das bist du. Möchtest du eine Geschichte hören? Sie heißt Die Göttin und der König. Natürlich, liebe, erzähl sie. Es waren einmal ein König und eine Göttin, die sich sehr ineinander verliebten. Zum ersten Mal in seinem Leben war der König wirklich glücklich. Aber da er wusste, was Elend bedeutet, konnte er sehen, dass die Göttin es nicht war. Warum bist du traurig? Fragte der König. Die Göttin antwortete, ich wollte nie eine Göttin werden. Meine Kindheit wurde mir genommen und meiner Tochter wird vielleicht die Zukunft genommen. Oh, ein bisschen düster für eine Kindergeschichte, aber okay. Das ist mein Mädchen. Hier bin ich, mein Schatz. Hallo. Das machte den König wütend. Er versprach, dass das, was der Göttin passiert war, nie wieder geschehen würde. Was? Das war's? Das war's? Ich hätte jetzt da definitiv mehr erwartet. Diese Maske schweißt sich hoffentlich von selbst zusammen. Sonst werde ich wie ein Idiot aussehen. Glaub mir, das wird dein kleinstes Problem sein. Es ist
ist eine ekelhafte Religion, die auf Schmerz und Ausbeutung basiert. Und ich lasse nicht zu, dass sie unserer Tochter dasselbe antun wie dir. Stürmt die Tempel. Nehmt alles mit, was verkäuflich ist. Zerstört den Rest. Die Artefakte wurden eingeschmolzen und zu Statuen des Königs verarbeitet. Denn in Wahrheit war die Göttin dem König vollkommen egal. Er war nur eifersüchtig. Er wollte, dass er von allen geliebt wird. Und zwar nur er. Obwohl er log und log, konnte er niemanden täuschen. Der König war allein, verhasst und hatte für seine Taten den Tod verdient. Ende! Ja, das ist nicht gerade falsch. Aber das ist nicht das Ende, oder? Es gibt eine Fortsetzung oder so. Eine Erlösung? Liebling? Lakshmana? Hallo? Ja, das war das und wir gehen jetzt die Geschichte neu schreiben. Okay, wo springen wir am besten ab oder wo müssen wir hin? Da. Na gut, komm, wir gehen hier rüber. Scheiße, ich hasse die Nacht echt. Banapur, ein Fanal der militärischen Inkompetenz. Wie oft habe ich meinen Männern befohlen, diesen Ort niederzubrennen? 27 Mal. Das war eine rhetorische Frage. Egal, ich mach's selbst. Wie heißt es so schön, wenn du willst, dass etwas richtig gemacht wird? Was muss ich hier machen? Verbrenne.
anders gedacht. Das ist irgendwie erlösend. Du kannst unsere Bewegung nicht aufhalten. Los, meine Rebellen, erledigt ihn! Jesus, Maria und Josef, ist das Moham Gael. Der goldene Pfad wird nie sterben. Niemals! Der war schon ziemlich nutzlos, oder? Das ist wirklich nicht so schwer. Weil das hier nicht real ist. Dich hat keiner gefragt. Tschüss, goldener Pfad. Das waren jetzt alle, oder? So. Du hast mich nicht getötet. Das kannst du nicht. Echt? Sieht aber ziemlich gut aus hier. Kiste sein, die nehme ich auch mal mit. Ja.
Schön. Ist sie fertig? Bin ich endlich... Du hast es geschafft, Papa! Wie schön! Schnell, komm mal zu! Im Palast? Erschüttert durch den Verlust seiner Familie, stürzt sie sich kühl. So, ich verabschiede mich hier mal im Laufen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wo wir dann diesen Palast besuchen werden. Also, deine Psyche bricht zusammen. Deine Psyche bricht um dich herum zusammen. Wenn du von der Zerstörung getroffen wirst, stirbst du. Beeile dich und bringe alle Teile von Pagans Maske zurück zum königlichen Palast. So, an dieser Stelle verabschiede ich mich und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ja, dann bis gleich. Tschüss.